Hi, schön, dass du eingeschaltet hast und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Orpha und ich möchte heute wieder mit dir ein Kartenbild auslegen gemeinsam. Und zwar auch wieder mit dem Hintergrund, dass wir was besprechen dazu, dass ich dir was erkläre dazu. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir machen heute ein Vergleichsexperiment. Und zwar habe ich vor, zwei Legungen zu machen, also genau genommen zwei Legungen zu einem Thema. Und wir wollen schauen, was bei rauskommt. Nämlich zum einen möchte ich mit dir eine Legung machen, die ich spontan auslege. Also ich lasse Karten einfach rausfallen zum der Frage XY. Und zum anderen möchte ich ein Legesystem zur gleichen Fragestellung auslegen. Ja? Und da schauen wir einfach mal, was für Botschaften kommen. Ich habe keine Ahnung, weil sowas habe ich selbst noch nicht gemacht. Aber ich fand das vielleicht ganz interessant. Und dann kannst du halt auch einfach mal gucken, wie das aussieht, wenn man das systematisch angeht und wenn man das halt einfach intuitiv angeht, ja. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Und ich hole jetzt hier mal meine Münze raus. Denn wir überlegen jetzt gerade, was wir als erstes auslegen. Ich hole meine zweite Kamera hier an. Juhu. Filme. Tu es, genau. Ich würde sagen, was wählen wir als System? Ich würde sagen, das Systemlegung als erstes wäre dann der Vogel, der Adler, der hier fällt. Und als spontane Legung, die Nachricht des Universums quasi, machen wir das mal so. Mal gucken, was als erstes fällt. Das ist jetzt halt einfach nur Spielerei. Okay, erst die intuitive Botschaft. Wie schön, ich hätte es gedacht. Gut, also da ist dieses gefallen. Zack. Ja, gut, würde ich sagen, legen wir los. Wir legen erst mit den Lernemore-Karten. Obwohl, die habe ich jetzt zuerst gegriffen, aber ich glaube, ich habe die trotzdem zuerst angeschaut. So, oh, Vertrauen. Ja, das glaube ich war einfach an mich, damit ich, während ich vor der Kamera sitze und das tue, einfach genauso in meiner Gelassenheit bin, wie wenn ich mich mit jemandem eins zu eins unterhalte vielleicht. Mach's dir bequem, mein Freund. Okay, legen wir los. Also, das Thema übrigens, was ich mir überlegt habe, und auch das System, das habe ich jetzt hier so nebendran gelegt, was ich machen möchte. Es geht um einen Wunsch, ja. Also du hast einen Wunsch, wir schauen, was für einen Wunsch du hast und, oder, ne, die kollektive Energie, welcher Wunsch wird hier gerade angesprochen. Und, was man denn damit machen kann. Also was sind die, das lasse ich mal komplett offen, ja. Also es geht einfach nur um einen Wunsch, der sich doch bitte erfüllen soll. Und dann schauen wir mal, was einfach spontan dabei rauskommt. Also, was ist der Wunsch? Also in die Lebensfreude kommen. Ich glaube, ich muss das immer für die Kamera hier so rum machen. Das wäre sinnvoll. So, zack. So, also in die Lebensfreude kommen ist der Wunsch. Mal gucken, was noch so beikommt. Ist das so das Thema? Tschu! Aha, auch in die Harmonie im familiären Bereich. Da sind jetzt total, oh, da ist nämlich was Blödes passiert. Also da sind Sachen vorgefallen, die dir quasi so deine Harmonie genommen haben. Genau. Ja, da wieder, schon wieder so. Das hatten wir das letzte Mal auch ähnlich liegen, ja. Also die Offenheit für die finanzielle Fülle. Da soll eine Veränderung hin. Und da geht es um Entscheidungen im Häuslichen und wieder mit einer männlichen Person. Also ich weiß jetzt nicht, ob du eine männliche oder eine weibliche Person bist, der du da zuschaust. Aber dein Wunsch ist es, hier eine Veränderung hinzulegen, in die finanzielle Fülle zu kommen halt auch, ja, also in die materielle Fülle zu kommen. Und eine Entscheidung steht hier an, was die männliche Energie betrifft. Bist du ein Mann? Hat es was mit deiner persönlichen männlichen Energie zu tun? Bist du eine Frau? Hat es auch was mit deiner persönlichen Männerenergie zu tun? Aber halt auch mit einem Gegenüber, ja? So, weil dein männliches Gegenüber spiegelt ja quasi auch deine männliche Energie. Ja, manchmal ist es auch umgekehrt. Manche Menschen oder männliche wie weibliche Personen tun dann das gegenüberliegende Energie, die gegenüberliegende Energie eher ausstrahlen, ja, also wir wollen das jetzt mal nicht so in Stein meißeln, wie er sich wie angesprochen fühlt, aber du weißt, was ich meine damit. So, ja, hier ist eine Blockade auf den Finanzen, das ist auch irgendwie karmisch bedingt. Oh, und da soll ein Neubeginn her. So, lassen wir das jetzt erstmal so stehen. Upsala.
ziehe das mal hier so hoch und lege nochmal von den Tarotkarten welche drauf. Mal schauen, was da jetzt noch so kommt. Also du siehst, wenn ich das jetzt spontan auslege, ich lasse die Karten zum einen fallen, dann fallen die teilweise auch noch einfach so da drauf, da wo sie hingehören. Check das mal. Ja, das kann man mäßig gut sehen. Dann lasse ich es doch hier so vorne. Wie war das? So, eine Entscheidung mit der männlichen Person. Genau, irgendwie so war das jetzt hier. Und so hatte ich das jetzt mal rausgeschmissen. Und genau, und das, wie ich das dann hinlege, das ist komplett irgendwie random, intuitiv, wie ich das dann auch fühle, dass es zusammengehört, ja. Also so viel zum Thema intuitives Auslegen, ja. Wenn du jetzt dir vorstellen kannst, wenn wir jetzt gleich in die Systemlegung übergehen, da habe ich fixe Positionen für Karten, ziehe dann auch entsprechend viele. Und dann läuft das halt so ein bisschen anders ab. Genau. So, jetzt legen wir nochmal von den Tarotkarten welche drauf. Wow. Die wollten, glaube ich, noch mit raus. Da ist die Königin der Kelche. Also da geht es auch wieder, ähnlich wie in dem letzten Video, auch so ein bisschen um Liebesthemen. Aber ganz ehrlich, Leute, das geht eigentlich fast bei jedem Menschen darum, ja? Weil ich kenne, die wenigsten Menschen sind tatsächlich in einer erfüllenden Liebesbeziehung. Die allerwenigsten. Meisten auch festen und engen Beziehungen, die auch Wertschätzung aufbauen zum Teil, sind aber doch eher Richtung Bruder-Schwester-Verbindung, als dass sie wirklich die tiefsten, innigsten Liebesgefühle miteinander teilen. Ja, die haben sich dann aneinander gewöhnt, aufeinander angepasst oder sowas, aber das ist dann jetzt nicht so, wow, ich bin absolut meiner Liebeskraft. Das ist wirklich sehr, sehr selten, leider, ja. Aber ich sehe das tatsächlich auch so ein bisschen als meine persönliche Passion, so ein bisschen das Wissen rauszubringen, dass man das halt auch einfach erreichen kann, dass ihr das suchen solltet allesamt, ja, weil das ist voll wichtig. Wir sollten es unseren Kindern vorleben, weil wir würden es uns auch diesen wünschen, ja, weil wenn wir das scheiße leben, dann lernen uns unsere Kinder von uns auch eigentlich blöd, ja. So, hier gab es einen Kampf, also, oder hier gibt es noch einen Kampf mit den karmischen Monster, würde ich das jetzt mal so interpretieren, ja, um halt auch einfach die Fülle der Gefühle, ja. Genau, da gibt es jetzt hier schon wieder, haben wir hier das mit der Entscheidung. Also das Pferdchen, der Wagen hier, da sieht man ja, da ist ein weißes und ein schwarzes Pferd und die ziehen so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen. Und da hängt es so ein bisschen an dem Wagenführer, welches Pferdchen er quasi stärker nach vorne lässt sozusagen und ja, welches folgen muss. Und da darfst du dich dann entscheiden, in welche Richtung es geht. Ja? So, ich bin am Überlegen. Bevor wir das Thema auflösen, legen wir jetzt die Systemlegung auf, weil sonst haben wir es ja schon verraten, das wäre ja blöd. Das ist ja das gleiche Thema, wir legen es nochmal aus jetzt. So, irgendwie habe ich das Gefühl, das wäre besser so. Genau. So, ich check jetzt gerade nochmal auch alles noch Film. Das hat wohl funktioniert, wie es aussieht. Genau. Ah, Blockade halt, ja. Was wohl auch, die Blockade übrigens, hängt wohl auch hier mit diesem Thema zusammen, ne? Unschön an der Stelle. Weil ich muss auch sagen, ganz ehrlich, wenn der innerste Zirkel im Argen ist und dein innerster Zirkel, den du haben kannst, ist tatsächlich dein Partner und dann kommen so die Kinder und dann kommt so alles drumherum, ja? Und wenn dein innerster Zirkel nicht funktioniert, dann hängen da wirklich alle möglichen Lebensthemen dran, weil du bist irgendwie so, also man sagt es ja, du bist die Summe der 5 Personen, wie man so sagt, ja, mit denen du am nächsten zusammen bist, ja, weil Menschen, das merkt man besonders bei Kindern, die sich entwickeln, ja, aber auch erwachsene Menschen sind genauso, sie sind wie Schwämme, du nimmst von deinem Außen wirklich alles Mögliche auf und übernimmst es auch in dein System und lebst dann halt auch genauso, ja, und das heißt, lebst du besonders halt auch mit einem Partner zusammen, der halt keine Ahnung, der dich irgendwie runterzieht oder der halt nicht großartig weit entwickelt ist oder sonstig irgendwas, ja, ja, dann hast du halt auch nicht so das Entwicklungspotenzial von deinem Außen, ja, gezeigt, ja. Wenn du dann halt wirklich derjenige bist, der so sagt, okay, ich brauche viel Push nach vorne und so, dann häng dich an die Leute dran, die das dir geben, ja. Und gerade in der Partnerschaft, das ist dein größter, also du kannst innerhalb einer Partnerschaft hast du das größte Potenzial, dich persönlich zu entwickeln, ja. Und das weißt du, also in dem Sinne kannst du dir dann auch vorstellen, wie wichtig eine erfüllte Partnerschaft auch einfach ist, ja.
Und wie blöd es halt auch für viele ist und wie sie halt auch einfach hängen bleiben, weil sie halt sich an Partnerschaften hängen oder an partnerschaftliche Situationen hängen, die halt nicht erfolgsbringend sind, ja. Weil ganz ehrlich, wenn du erfüllt bist, wenn du in Liebe bist und sowas, dann hast du Power ohne Ende, die du auch für deine Berufung nutzen kannst beispielsweise, ja. Also was für ein Geschenk das ist, wenn du jemanden hast, der wirklich, mit dem du in starker Liebe bist und wirklich in der stattlichen Verbindung stehst, ja. Das ist ein absolutes Geschenk. Das sagt dir jeder, der erfolgreich geworden ist und der den passenden Partner dazu hat. Er hat gesagt, hier meine Frau oder mein Mann, der hat mir die größte Kraft dazu gegeben, ja. Das ist absolut so, ja, definitiv. Also, in dem Sinne will hier eine Veränderung, Entscheidung, hier, schon wieder sowas, ja. Genau, so, jetzt gehen wir hier mal in die Wunschtreppe rein. So, das habe ich mir jetzt so, das spicke ich mir hier so ab. Da habe ich jetzt 7 Positionen, die ich jetzt einfach mal auslege. Da fliegt schon direkt die Nummer 1 raus. Das ist ein Kampf. Ich glaube, das war nicht die Nummer 1. Ich mache das aber hier ein bisschen anders. Ich werde hier jeweils eine Lenormand-Karte drauflegen und eine Tarot-Karte. Also, wir haben hier ganz viele Entscheidungen, Veränderungen und... Also da ist jetzt wirklich einiges muss hier, für was wir uns entscheiden wollen oder was du da jetzt tun kannst, das schauen wir jetzt mal. Der Wunsch ist klar, die Lebensfreunde. So, jetzt lege ich das einfach mal schnell aus. Ich glaube, das kann man auch so ein bisschen vorspulen dann. Ja. Ah, da ist jetzt der Wunsch wieder nach dem häuslichen Glück, auch so ein bisschen das Gezwitscher in deinem Nest, wie es ja auch hier liegt, ne? Du darfst wieder aufnehmen mit. Dankeschön. So, also hier haben wir den Wunsch nochmal. Der Wunsch nach dem häuslichen Gezwitscher. Das habe ich jetzt einfach so als Unterseite des Kartendecks, lege ich eigentlich immer mit raus nochmal, ja. Macht nicht jeder, ich mache es schon. Genau, und das sieht man ja auch hier. Das ist so der Wunsch nach größeren Gefühlen, also nach der Fülle an Gefühlen, ja, einfach. Und die geben dir quasi, wenn du so einen fetten Kelch voll Gefühle hast, dann hast du den natürlich auch parat. Kannst auch in die Kamera zeigen, ich weiß nicht, was besser ist. Dann hast du den natürlich auch verfügbar für, wie gesagt, alle anderen Lebensbereiche, wie beispielsweise deine Berufung, deine Familie, deine Kinder. Ja, was auch so wichtig ist, weil wenn die Partner sich kloppen und fetzen, ey, die armen Kinder, ey. Das ist, die kriegen's ab. Da wollen schon welche. Wollen wir die rauslassen? Okay, die sind so ein bisschen nebendran gefallen. Ich lasse die mal hier liegen. So, zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So, okay, da gibt's dicke Luft. Und da steht man wieder hier so ein bisschen zwischen den Stühlen. Aber das ist auch eine Situation, wo jemand sich stolz fühlt und quasi sich feiern darf. Also das würde ich sogar fast eher sagen in der Hinsicht, ja? Okay. So, also Position 1 liegt hier als erstes. Das ist der innigste Wunsch. Oh, da fühlt sich jemand alleingelassen, ja. Und das ist tatsächlich, glaube ich, der Mann, der sich hier auch ein bisschen alleingelassen fühlt, oder? Würde ich irgendwie schon fast sagen in dem Fall, ja? Also der hier ist das, ja. So, was den Wunsch blockiert, da fällt die Frau, Wahnsinn, ja. Die Frau blockiert den Wunsch. Aha. Das Thema der Weiblichkeit, interessant, ja. So, also du siehst, es gibt Unterschiede hier tatsächlich, ne. Diese Position, das ist, was kann ich tun, um meinem Wunsch näher zu kommen? Genau, das hatten wir hier so festgehalten. Aha, dran arbeiten natürlich, für das gemächliche und langsame Wachstum arbeiten, ja. Genau, das kann man noch weiter dann hinterfragen. Wir schauen nochmal weiter, wofür ist denn jetzt die richtige Zeit, weil viele Sachen erfordern einige Schritte und du siehst, obwohl, der hat jetzt hier schon einiges geschaffen, also das sieht ja schon eigentlich ganz gut aus auf der Karte, da ist wohl noch so ein bisschen Arbeit, aber der hat schon einiges erreicht. Oh, da ist der König der Kelche sogar gefallen, ja. In der Tat, mit der Beendigung halt auch. Da scheint wohl jemand auf dem falschen Platz zu sitzen tatsächlich, ja. Da hatten wir es ja auch hier mit der Entscheidung. Okay, alles klar. Also das sind Vergleichsorakel ist ein bisschen schwierig, weil wir haben jetzt hier zum gleichen Thema gelegt. Sie ergänzen sich sehr ganz gut. Aber du siehst den Unterschied, ja. Wir haben beide Themen ausgelegt und wir kriegen einfach aus allem massig Informationen raus. Du kannst also dafür einfach selber gucken, was für dich spannender ist,
Weil hätten wir jetzt hier mehr Karten dazu gelegt, hätten wir diese Sachen auch herausfinden können. Und mit einer gescheiten Systemlegung kannst du umgekehrt natürlich auch alles andere rausfinden. Ja? Du musst halt die richtigen Fragen stellen, logischerweise. Genau. Dann sagen wir mal die 5. Aha, da ist eine ganz gestrickte Klarheit. Mhm. Also da musst du wirklich mit der Falschheit wirklich sehr, sehr klar ins Gericht gehen. Und eigentlich ist auch so die männliche Person hier angeschrieben. Aber es könnte auch einfach die Energie sein. Oh, ich drehe das mal hier heute. Es könnte hier auch einfach so diese Energie sein, dass du da halt wirklich wie... wie der Herrscher, also nicht seicht wie eine weibliche, seichtere Energie, die so ein bisschen kalmer ist, sage ich mal. Die männliche Energie ist doch meistens so ein bisschen straighter, ja. Und hier ist es ganz klar vonnöten, dass die männliche Energie hier ganz, ganz, ganz straight und klar ist und auch die Waage wirklich in der Geraden hat, ja. Und was hier eine falsche Situation betrifft einfach, ja. Und je nachdem, ob du Mannlein oder Weiblein bist, der da zuschaut. Also es geht hier tatsächlich darum, eine Beendigung zu machen, ja? Und das auf beiden Seiten. Das auf beiden Seiten. Bist du ein Weiblein, dann solltest du diesen Typen abschießen hier, was dir leider angezeigt ist so lange. Es ist jetzt nicht so schön, aber ist halt so. Und solltest auch straight dabei sein, damit du die Falschheit in deinem in dieser Energie da halt auch einfach rauskickst, ja? Und bist du ein Mann, dann solltest du mit deiner Situation, die deinen liebenden Mann, also dich persönlich als liebenden Mann betrifft, beenden, ja? Die halt falsch ist, ja? Und das wird für jeden offensichtlich sein, was daran falsch ist, weil das sagt ja auch klar der Verstand. Da kannst du auch einfach mit der Logik dran gehen. Also da viele Lebensumstände, da tut man sich gerne mal was zusammenlügen, aber im Endeffekt, wenn man eins und eins zusammenzählt, sind die Sachen offensichtlich oftmals. Genau. Was kann damit jetzt in nächster Zeit erreicht werden? Mhm, da versteckelt sich einer. Also man kann so ein bisschen Überblick oder so, man kann so ein bisschen versuchen, Licht ins Dunkle zu bringen einfach, ja, man kann sich einfach so ein bisschen seinen Schatten stellen und das wäre sehr wichtig an der Stelle wohl, ja, weil ich glaube nicht, dass es an einem Punkt ist, der schon kurz vor der Erfüllung ist. Ich meine, wie gesagt, hier ist schon einiges gearbeitet worden, das sieht auch okay aus, das war, genau, dran arbeiten, das sollte man tun, war die Position. Aber, und wie gesagt, hier lagen auch schon so ein paar Sachen. Also du hast anscheinend ein paar Schäfchen schon im Trocknen. Aber für den finalen Tritt und Schritt bedarf es halt auch einfach noch so ein bisschen, sich den Schatten anzunähern. Und auch in dem Sinne, dass du das machen darfst. Ja, weil es halt auch einfach notwendig manchmal ist. Und die Nummer 7, das ist deine Überraschung. Wow. Also da gehst du wirklich mit, beide Energien, so würde ich das jetzt sehen, weil hier sitzen ja auch zwei Stück auf dem Pferd, ja, und die sehen auch so ein bisschen androgyn für mich aus. Beide Energien, die männliche wie die weibliche, die sind jetzt ja auch wirklich beide so voll passend zusammen zu gefallen, ja. Beide Energien sitzen hier ziemlich straight auf dem Pferd, ja, das ist auch eine Schwertkarte, also eine Luftkarte, die für die Klarheit steht, also nicht für irgendwelche emotionalen Zustände, sondern wirklich für klaren Verstandes. Und nebendran liegt hier der Löwe und das ist ja natürlich ein Symbol für die innere Stärke und die äußere Stärke und, ne, also die, das kannst du erreichen, dass beide Energien im Einklang miteinander zusammen auf diesem Pferdchen sitzen, in die Klarheit kommen und Stärke entwickeln, also du hast ja beide Energien in dir, die männliche wie die weibliche, egal was du bist, ja, du ziehst das eine an und lebst das andere mehr, so, also, ne, aber im Endeffekt sucht es dein System den harmonischen Ausgleich im Außen und hat im Innen natürlich alles da, ja? Und so ist es. Und du kannst es wirklich beides doch recht rasch anscheinend, weil das ist ja deine Überraschung, erreichen, wenn du dich quasi durch deine Schatten und durch diesen wolkigen Zustand durchwindest. Weil ich meine, jemanden abzusägen beispielsweise, das ist natürlich ein Schritt ins Ungewisse. Ja, da muss man halt mal durch, ja? Aber im Endeffekt kannst du so deine Energien in Einklang bringen und auch eine gewisse Stärke reinbringen, ja? Finde ich sehr, sehr gut. So. Ja. Siehst du, und da fällt dann die Zufriedenheit. Ich werte das mal als letzte spontane Botschaft hier, weil das ja auch einfach so zwischendurch mal rausgefallen ist, als ich das eigentlich dafür gemischt habe.
Hier quält sich einer noch mit seinen Ängsten rum, ja. Derjenige, der hier den Cut machen muss, wie gesagt, männlich-weiblich, das weißt du besser, was du bist. Da sollte man einfach mal so den Schritt tatsächlich ins Unbekannte wagen, ja. Genau, das ist genau das Gleiche wie hier drinne, ist tatsächlich absolut das Gleiche. Und dann kommst du in deine Zufriedenheit, so wie es da auch so ungefähr steht. Also wir haben ein bisschen unterschiedliche Botschaften, klar. Hier hatten wir fixe Positionen, hier wurden andere Themen nochmal angesprochen. Braucht ja nicht alles genau so doppelt nochmal liegen, weil so eine Gegenüberstellung machst du wahrscheinlich jetzt, ich weiß nicht, vielleicht machst du es auch. Aber ja, so haben wir natürlich Botschaften aus vieler Richtung. Du merkst hier, wir haben vieles herausgefunden, beide Wege führen ans Ziel. Zack, so kann man das auch nochmal machen. Hier kommt gerade direkt nochmal der Neuanfang, ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Er filmt noch brav, super. Hier, also da kommt nochmal der Neuanfang. Also es bestätigt sich auf ganzer Linie, da soll irgendwas gemacht werden, irgendwas beendet werden und zeigt sich in beiden Bildern logischerweise. Und so viel dazu zum Vergleich zwischen systematischen Kartenspreads und intuitiven oder Kartenlegungen, wie man es nennt. Und ja, was dir davon besser liegt, das ist natürlich deine Sache. Ich mache meistens so ein bisschen eine Kombination. Naja, obwohl, meistens lege ich eigentlich intuitiv, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, ich finde auch Legesysteme total super. Und gerade, das biete ich übrigens auch auf meiner Website total viel an, weil ich das super, super toll finde, weil man kann es nachvollziehen. Ich kann das dann halt einfach schriftlich bearbeiten und die Leute können das so ein bisschen, die können dann meine Bilder verstehen. Auch jemand, der keinen Plan hat, versteht dann, was ich da gemacht habe. Und das finde ich halt total gut, ja, weil dann lernst du es halt auch einfach. Und das will ich ja irgendwie versuchen zu vermitteln mit den passenden individuellen Messages und ja, zusätzlich dann noch so ein bisschen Feeling für die Geschichte. Man könnte das jetzt noch natürlich auf Deutsch sagen. Ich glaube, das gewöhne ich mir in Zukunft auch an. Genau. So, das war's im Grunde. Habe ich so jetzt auch nichts groß weiter zu sagen. Ich finde beide Methoden, wie gesagt, gut. Und in diesem Sinne starten wir in dem nächsten Video dann mit dem nächsten Thema durch. Und ja, freu dich drauf. Bis dann.